journey began, it's time to go. The power of change will help you grow and set you free. Only you can save tomorrow. Out in the darkness of the night, your courage will shine just like a light. Through eternity and put an end to all the sorrow. Through your adventures, you'll find the answers. Just gotta be strong and fight with resolve, cause nobody's gonna hold you down. Monster Boy, fighting for a future made of love and joy. All the good and evil trying to destroy, only you can save. If you have faith in your brain, you will see that not everything is what it seems to be. There's a beast within you, go and set it free. Listen to its voice, you're the morphing hero, Monster Boy. Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Monster Boy and the Cursed Kingdom. Mein Name ist Duft der Typ, ihr kennt mich vielleicht auch nicht so wirklich. Aber wie dem auch sei, wir sind wieder mit dabei im Stream, wie bei Pokémon auch. Und ja, ich freue mich ganz besonders auf diesen wundervollen Plattformer. Denn ich habe ihn schon mal im Stream ein klein wenig angerissen und dachte mir, hey, komm, geben wir unser Bestes, tun wir es einfach nochmal. Ich habe noch nicht so viel Erfahrung in diesem Spiel, das macht aber auch überhaupt nichts. Aber ich habe noch eine kleine Besonderheit für euch, sowohl für den Stream als auch für euch da draußen. Ich wurde die ganze Zeit gefragt, ja du, sag mal, dufter Typ, hast du noch nicht mal überlegt, sowas wie ein Facecam zu machen? Das machen ja alle Let's Player so. Und es hat mich jahrelange Überwindung gekostet, das auch wirklich mal endlich durchzuziehen. Und ja, ich tue es jetzt. Aber bitte nicht erschrecken, denn ihr werdet bestimmt nicht das erwarten, was ihr eigentlich von mir erwarten würdet. Denn alles in allem muss ich nämlich zugeben, ich bin eine Katze. Hi. Und ja, ich spiele mit meinem kleinen Pfötchen und es tut mir echt leid, euch so enttäuscht zu haben. Aber ich habe euch trotzdem gern. Und jetzt wollen wir aber auch direkt loslegen, würde ich sagen. Wir spielen Monster Boy and the Cursed Kingdom und werden erstmal diesen Spielstand löschen, denn den werden wir nicht brauchen. So. Ja. Geile Musik, könnte man voll zu Headbangen. Voll geil. Also, ziehen wir es uns rein, würde ich sagen. Ab geht's. Geht los. Ist Onkel Nabu gerade auf einem Fass vorbeigeflogen? Etwas stimmt da doch nicht. Ich nehme lieber meine Sachen und folge ihm. Und damit geht das Spiel los. Wupp, wir sind Monster Boy und willkommen in Monster World. Das ist sozusagen das Spiel, um das es sich hierbei handelt. Dieser kleine süße Typ hier, das bin ich. Also mein Charakter sozusagen. Das hier ist mein wunderschönes Haus. Sieht das nicht toll aus? Ich bin auch mega begeistert darüber. Aber gucken wir doch mal. Erstmal die Sachen packen. Jiha, damit haben wir endlich unser Schwertchen. Und das können wir schwingen. Yay. Aufladen, wie bei Legend of Zelda, funktioniert hier nicht. Das macht aber nichts. Wir können jumpen, das reicht uns. Jumpen und schlagen, wunderbar. Das hier sind kleine Safe Spots und ein klein wenig Fun Fact. Nebenbei, nicht nur, dass ich das Spiel nicht schon einmal ein bisschen gespielt habe. Nein,
Das Ganze ist eine Fortsetzung, könnte man sagen, irgendwie die sechste oder so, von Wonder Boy, ein altes Sega-Spiel, welches auch für den C64 rausgekommen ist. Und... Oha, weiche zurück, Drache! Tut mir leid, Jin. Ich bin's, dein kleiner Bruder. Sake, wie hast du dich denn in so etwas verwandelt? Das glaubst du nicht. Onkel Naboo hat alle Dorfbewohner mit einem Zauberstab verwandelt. Puh, dann bin ich also nicht, doch nicht verrückt. Ich habe ihn gerade auf einem Faster vorbeifliegen sehen. Genau, das war er. Er fliegt auf einem Fass mit königlichem Nektar, das er vermutlich dem König gestohlen hat. Das kann ich nicht das kann nicht gut gehen. Wir müssen ihn aufhalten. Hast du gesehen, wohin er geflogen ist? Er ist Richtung Leuchtturm unterwegs. Wir treffen uns dort, einverstanden? Alles klar. Ja, auf jeden Fall. Ich habe dieses Spiel auf dem C64 absolut gehasst. Es war ein... Ich weiß nicht, wie ich das genau sagen sollte. Es war kein geiles Spiel. Also, wir hatten es. Ich bin dran verzweifelt. Und... Okay. Rede mal mit ihm. Onkel Naboo fliegt in Richtung des Leuchtturms am anderen Ende des Strandes. Wir treffen uns dort. Und, ja, I'm sorry for... WhatsApp, tut mir leid. Einmal mal hier ganz kurz den Sound ausschalten und nochmal ganz... So, tut mir leid. So, los geht's, auf ins Abenteuer. Das hier ist ein bisschen komisch an dieser Stelle. Also man kann hier runter, wir können hier rumschwimmen, aber wir können nicht tauchen. Und es hat so ein paar kleine Rollenspielelemente. Man kann Geld sammeln. Und Fässer zerschlagen, wie man es halt eben von allen Rollenspielen so kennt. Wusstest du, dass du aus der Hocke angreifen kannst? Halte links und drücke X. Alles klar. Für kleinere Gegner ist das immer ganz gut, auf die Art und Weise. So, hier unten bringt das noch nichts. Au. I'm like a pro. So. Wir haben auch so eine Art Special Moves, die man sehen kann. Kommt hier dann ja. Njom, njom. Nein, voll daneben. Hab, jetzt hab ich dich. So. Bung. Einfach mal drauf gesprungen. Ich bin so gut. Ich bin so gut. Es fängt schon super an. Finde ich. Also absolut genial. Also, hopp. Ich finde dieses Spiel auch unglaublich süß gemacht. Also so von der Aufmachung her. Nein! Bleib hier, die Münze. Klatsch. Vor allem, die Gegner werden natürlich auch immer ein bisschen stärker hier irgendwann. Bumm. Aber nichts, was wir nicht schaffen können. Das ist unser kleiner Safe Spot. Ich glaube, das habe ich schon gesagt. Hier könnte man... die Stiefel kaufen. Aber die haben wir noch nicht. Oh, guck mal das. Das ist ein kleines blaues Flauscheding. Hallo Flauscheding. Endlich frische Luft. Danke, Blauschopf. Geht es dir gut? Oh, tut mir leid. Mein Onkel scheint auch dich in ein Monster verwandelt zu haben. Was? Ich bin ein Pepelogu, kein Monster. Der fliegende Irre, ist das dein Onkel? Als ich ihn nach einem Mädchen mit grünen Haaren fragte, das ich suche, hat er mich einfach in das Holzfass getreten und gelacht. Ich muss sie finden. Bis dann. Oh, Blume, die Feuer spuckt. Pass doch auf, du hättest uns fast in Asche verwandelt. Oh, das war vorher aber nicht da. Bitte sag mir, dass du ein Schild hast, der Feuer abwehren kann. Einen Augenblick bitte. Ich suche jetzt etwas, mit dem wir diese Kreatur loswerden können. Sieh doch mal unter dem Meer nach. Der Laden in der Nähe dürfte ja auch einige nützliche Dinge führen. Ich hoffe, du bist nicht pleite. Ich habe nämlich kein Geld. Okay, wir wissen ja jetzt, dass wir 10 Goldstücke brauchen, um
diesen komischen Kram hier, um ja Geld zu, nein, um diese Schuhe zu bekommen. So war das. Geld haben wir ja jetzt. 10. Also dann kaufen wir uns mal den ganzen Spaß. Danke sehr. Labadam. Drücke nach. Ach du, drücke Start, um das Ausrüstungsmenü zu öffnen. Machen wir doch direkt. Hey! Jetzt können wir nicht mehr so springen. Aber das macht nichts. Dafür können wir jetzt unter Wasser. Da können wir weiterhin hochspringen. Richtig Spaß haben. Richtig, richtig viel Spaß haben. Bounce. Boing. Komm her hier. So, dich habe ich. Aber mir geht die Luft aus. Wir haben so eine Luftanzeige. Die müssen wir auch ein bisschen nutzen. Springt, kommt man hier am... Au. Kommt man hier eindeutig am besten durch. Verdammt. Egal. Nein. Okay, erstmal Luft. So. Und dann das Gold. Nein, die Strömung reißt es weg. Her mit dem Geld. Ich brauche das Zaster. Nom. So. Hier. Oh, haben wir eine Spirale? Einen Sprungling. Und wir haben ein Schild. Yay. Dieser Schild ist so glatt poliert, dass er Feuerbälle auf Gegner zurückwirft. Wir strampeln mal hier durch die Gegend. Ja, komm. Nein! Okay, wenn das nicht so geht, dann mache ich das einmal mit Springen. So. Ah, hier haben wir noch irgendwas. Da kommt man vielleicht mal hoch. Bounce. Okay. Wenn wir nicht hoch genug springen können, dann wechseln wir einfach mal die das Schuhwerk. Und auch schon geht das Ganze hier ganz gut. Vielleicht auch nicht, weil wir zu doof sind dafür. Aber das macht nichts. Ich glaube, wir könnten jetzt bestimmt hier einfach nochmal ein bisschen zurücklaufen. Da gibt es sicherlich noch mehr außer diesem einen Ding. Und außerdem kriegen wir auf die Art und Weise nochmal ein bisschen mehr Kohle. Geld. Gib mir Geld. Und hepp. Nö. Schwumm. Hinab mit mir. Haha. Oh. Hier kommen wir noch nicht hin, anscheinend. Da fehlt uns noch ein bisschen was. Aber vielleicht kommen wir hier entlang. Oh. Alles klar. Hier gab es auf jeden Fall schon mal ein Secret. Das ist ganz cool. Haben wir noch mal ein bisschen Kohle gebracht. Können wir hier hoch? Oh, das ist jetzt schlecht. Ich glaube, hier gab es nichts anderes außer klägliches Ertrinken. Aber wir haben zumindest unser Geld behalten. Wenigstens etwas. Boing. 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 Haha, Ultra Strike. Und aufwärts. Oh, ist auch noch was. Na wunderbar. So habe ich das doch gerne. So. Jetzt haben wir ein Schild. Jetzt können wir hier Sachen machen. Whoop. Smack. Cool. Wir haben ein Schild. Wir haben den kleinen blauen Freund hier gerettet. Alles sieht nach unserer Zufriedenheit aus, würde ich sagen. Ja, sieht gut aus, ne? Wunderbar. Oh, was haben wir denn hier? Ah. Ey. Kannst du doch nicht machen. Freundchen. Au. So sollte das natürlich nicht aussehen. Aber schön, dass er uns hier ein bisschen Kohle liefert. Boing. 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 So. Hat das jetzt ausgereicht? Gute Arbeit, dein Onkel bereitet uns ganz schöne Probleme. Hier ist ein Geschenk für dich. Du siehst aus, als könntest du es gebrauchen. Was bist du? Danke, was ist das für ein Ding? Natürlich ein magischer Feuertrüffel.
Den habe ich in dem Fass gefunden, in dem ich steckte. Du musst ihn essen. Essen? Aber dieses Trüffel sieht so putzig aus. Glaub mir, die wollen gegessen werden. Deswegen schmecken sie auch so süß, wie sie aussehen. Okay, gib mal her. Siehst du, jetzt kannst du Feuerzauber wirken. Leider funktionieren die nicht bei Pepelogos. Fantastisch. Jetzt muss ich mir von diesen magischen Trüffeln. Ich muss mehr von diesen magischen Trüffeln finden. Ja, mach das. Tja, ich bin dann mal weg. Wenn du ein Mädchen mit grünen Haaren siehst, sag ihr, ich werde sie bald finden. Auf Wiedersehen, Blauschopf. Bye. Super. Deine Feuerkräfte sind erwacht. Mit Y verschießt du Feuerbälle, die Gegner und bestimmte Hindernisse in Flammen aufgehen lassen. Finde weitere Trüffel, um zusätzliche Feuerbälle mitzuführen. Funktioniert richtig gut. Besser als erwartet. Habe ich hier noch irgendwas? Nee, habe ich nicht. Boing. So. Gibt es hier unten vielleicht irgendwas? Vielleicht mal gucken. Aha, ui. Frech. Wird man einfach wieder runtergeschubst. Aber wenn man hier schon durch kann, dann warum nicht gleich mal ausprobieren? Ich meine, was kostet die Welt? So, was haben wir denn hier? Gehört einem Musiker namens Olli. Aha. Ah! Oh, okay. Got it. Ziemlich cooles Ding, was wir hier gerade haben. Da kommen wir später tatsächlich drauf zurück. Ich möchte noch nicht spoilern an dieser Stelle. Die Leute aus dem Stream wissen vielleicht, worauf ich jetzt hinaus möchte. Aber nur vielleicht. Bounce. Hoch da. Ich finde das echt mega cool. Dass man hier... Das ist so ein bisschen Metroid-like. Je nachdem, welche Fähigkeiten man hat, umso besser wird's. So. Also, ich würde mal sagen... Ui. Auch hier einfach mal gucken, wo wir hier unten landen. Aha, da kommen wir raus. Da passiert nichts. Okay. Also hier können wir nichts machen. Außer uns wieder raus teleportieren lassen. Bein. So. Trotz allem, nach da hinten kommen wir. Das weiß ich. Nein! Geil. Die Münze haben wir trotzdem bekommen. Jump. Oi. So. Mal hier nicht einen auf die Hose machen. Zwei Schuss haben wir. Nee. Okay. Hat nicht so ganz geklappt, wie ich es ganz gerne hätte. Macht aber nichts. Ich würde ganz gerne hier drüben an diesen Schalter und gucken, was passiert, wenn ich den hier löse. Aha. Okay. Wir haben aber nur zwei Schuss. Wir brauchen drei hierfür. Oh, da haben wir doch drei. No. Ah, Glück gehabt. Eins, zwei und drei. Wow. Tricks der Olivier. Habt ihr das gesehen? Aber schaut mal. Hier haben wir jetzt auch die Möglichkeit, irgendwas zu machen. So, als allererstes hole ich mir diese Kiste. Und kassiere dicke Kohle. Moment. Auf dieses Ding möchte ich noch nicht drauf. Weil hier gibt es irgendwie noch Wasser. Und wo man Wasser findet, kann man vielleicht runter. Nee, das ist zu seichtes Gewässer. Schade, ein Versuch war es wert. Naja, dann. Hui! Zurück.
voll gut. Bong. Bong. Tja, du hast uns nicht kommen sehen. Uff. Ja, man kann die Leute hier auch, also die Gegner ein bisschen lähmen, indem man die einfach kaputt macht. So, hier ist aber auch schon wieder irgendwas. Platsch. Wo wir so einfach anscheinend nicht hinkommen. Sehr, sehr schade. Aber ein Versuch wäre es wert gewesen. Vielleicht auf der anderen Seite. Mal gucken. So, hier können wir auf jeden Fall nochmal unsere Magiepunkte wieder ein bisschen aufrüsten. Das kostet zum Glück gar nicht so viel. Umso besser. Aber auch ganz gut, weil hier ist ein Schalter. Den müssen wir wahrscheinlich umlegen. Damit... Aha. Alles klar. Aber was haben wir denn hier noch? Oh, hier haben wir noch massig Kohle. Mal ein bisschen Bonus-Geheimversteck-Kohle einsammeln. Geld, was wir sicherlich irgendwann an irgendeiner Stelle aus irgendwelchen Gründen brauchen werden. Dafür sammeln wir das andere Zeug ziemlich ein. Aha. Na, das ist doch mal ein richtig guter Moment. Oh, wir haben einen Trank bekommen. Dieser Trank ist auch eine ziemlich coole Nummer. Denn mit diesem Trank bekommen wir Lebenspunkte zurück, wenn wir auf Minimum an Lebenspunkten reduziert sind, also auf Null. So, hier können wir aber wieder die Füße einsetzen. Okay. Was auch immer das hier zu bedeuten hat. Aha, da kommen wir so nicht lang. Dann probieren wir es doch. Dammit. Oh oh. Nein, 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 nein. Boah, Schwein gehabt. Und da sind wir wieder. So. Na gut, da unten gibt es auch... Es gibt hier eine ganze Menge... Wow, Secrets. Aber viele davon können wir anscheinend noch nicht nutzen. Das ist echt schade. Aber okay. Da kommen wir drauf klar. Guck mal. Danke. Was bist du denn? Warum glitzerst du? Ah. Oh. Moment. Klatsch. Ich gehe hier erstmal runter. Da unten ist eine Kiste. Aber da muss ich... Da muss ich hier irgendwie klein für sein. Schade. So, jetzt aber. Ring. Hui. Ich probiere es einfach nochmal. Irgendwo werde ich hier sicherlich noch irgendeinen Kram finden. Und wenn das dann nur so... so Kleinmist ist. Vielleicht hätte ich... komme ich hier an die Kiste dran. Ist immer interessant. Und das komme ich bestimmt, indem ich mich hier hoch dingsen lasse. Na, fuck. Nee, das war es nicht anscheinend. Dann vielleicht von der anderen Seite hier. Von der Seite oder so. Nee, auch nicht. Buff. Nochmal schnell. Meine Lebenspunkte regenerieren. Aber es sieht eigentlich so aus, als könnte ich hier... Als könnte ich hier lang schwimmen. So irgendwie... So ein bisschen weiter... Nee, nix. Schade. Na dann müssen wir wohl wieder den gesamten Weg zurückschwimmen. Hui. Und uns ist schon klar, dass wir da nicht hochkommen, einfach so. So. Das hat gefruchtet. Jetzt müssen wir hier definitiv nochmal unsere Lebenspunkte auffüllen. Aber gut, den haben wir schon. Die ist jetzt natürlich schon ein bisschen played. Oh. Da ist ja unser Freund der Oppi wieder.
Lebenspunkte voll. Sweet. Spiel gespeichert. Hey, da haben wir Sieg. Warte auf mich! Onkel Nabu ist da drin. Seien wir vorsichtig. Er hat auf seinem Weg Monster beschworen. Ich habe dir doch gesagt, dass er verrückt geworden ist. Okay. Da ist er. Was wollt ihr, Rotzlöffel? Ihr seid bestimmt hinter meinem Zauberstab her. Das könnt ihr vergessen. Ich glaube, du solltest das Ding langsam rausrücken, Onkel. Du hast schon genug Ärger eingebrockt. Wo ist denn überhaupt her? Das geht euch nichts an. Ihr werdet es noch bereuen, mir gefolgt zu sein. Aber zuerst... Nur schon her. Ich muss mir königlichen Nektar beschaffen. Bleibt mir aus dem Weg, wenn ihr meine wahren Kräfte nicht spüren wollt. Oha, mit diesem Zauberstab ist er ist nicht zu spaßen. Oh. Okay. Riesentintenfisch greift an. Au. Weg mit dir. Ja. Kommt mir mal nicht so. Bleib einfach die ganze Zeit auf dem Boden hocken. So. Klatsch, 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 klatsch. Nee. Nicht groß werden. Oh, wie böse diese... Schwein gehabt. Wie böse die hier gucken. Ist ja echt zu niedlich. Oh. Nein! Das ist schlecht. Na komm, da sind wieder die... So, geht doch. Her mit den ganzen Edelsteinen und so weiter. Yay, geschafft. Alles noch geholt. Fuck. Okay. Ich kann nichts dagegen tun. Wie bin ich in die Kanalisation gelandet? Schnüff, schnüff. Ah, ich bin ein Schwein und dazu ein Einäugiges. Ich bin jetzt zu fett, um meine Rüstung und Sachen zu tragen. Der Geruch hier unten, der ist... Wunderbar! Wenigstens kann ich mir mit dieser starken Schnauze einen Ausweg erschnuppern. So, wir haben ein neues Feature. Mit dem können wir jetzt hier schnupp, 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 schnupp machen. Kriegen wir noch mehr raus? Nee. Mehr kriegen wir leider nicht. Sehr, sehr schade. Hier ist was. Ah, eine Tür. Da wollen wir doch mal durchgehen, wa? So, aber... Dankeschön fürs Zuschauen. Hier gibt es jetzt erstmal einen kleinen Cut. Bis zur nächsten Folge von Monster Man and the Cursed Kingdom. Monster Boy and the Cursed Kingdom, sorry. Ja. Bis denn.